Wie verändert sich jetzt für dich die Auswahl und das Screening von diesen Startups in dieser neuen Welt? Ja, also wir haben uns natürlich auch lang die Frage gestellt oder intensiv die Frage gestellt, wer profitiert von dieser beschleunigten Technologie? Und unsere oder meine Antwort oder also meine zumindest so vorläufige Schlussfolgerung ist, dass es eben nicht so ist, dass entweder die Großen gewinnen oder die Kleinen oder andersrum, sondern dass man es wesentlich genauer betrachten und differenzieren muss. Ich glaube, tendenziell gewinnen die, die sich am schnellsten bewegen. Eine neue Folge von Innovation Pulse und heute ja mit einem vielleicht Hidden Champion. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, werden wir gleich sehen. Es geht um das Thema Software as a Service und KI. Und ja, ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Aber gehen wir doch direkt rein. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du? Hallo Frank, ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christoph Janz. Ich bin einer der Gründer und Partner bei Point9. Point9 ist ein Frühphasen-Investor. Wir sind fokussiert auf die sogenannte Seed-Phase, investieren also in Startups ganz von Anfang an. Und gibt's bei Point9 seit ungefähr 12 Jahren. Wir machen das also schon seit einer ganzen Weile, sind dabei recht stark auf B2B-SaaS und B2B-Marktplätze fokussiert. Sprechen wir sicher gleich noch im Detail drüber. Bevor ich Point9 gestartet habe, habe ich ein paar Jahre lang als Privatinvestor investiert und dabei eigentlich auch das Thema SaaS für mich so entdeckt. Und in den ungefähr 15 oder etwas mehr Jahren davor habe ich selber verschiedene Unternehmen gegründet, angefangen von ganz kleinen Sachen, die ich noch neben der Schule gemacht habe, angefangen mit Handel mit Commodore C64, die du vielleicht noch kennst. Wir sind vielleicht auch alt genug, um dich zu erinnern. Und dann über Softwarevertrieb, als es noch kein Internet gab, über Floppy Disks und verschiedene Softwareentwicklungsprojekte und bin so dann zu meinen ersten Internet-Startups gekommen und habe das dann bis 2008 ungefähr gemacht und bin dann so langsam aber sicher auf die Investorenseite rübergewandert. Also eigentlich müsstest du noch mehr graue Haare haben als ich. Ja, du scheinst ja noch länger drin zu sein. Bei mir ist das gerade angefangen, aber irgendwie wahrscheinlich kann ich den Stress nicht so gut verarbeiten. Also eine Menge Track Record sozusagen, Erfahrung, mit der wir heute sprechen. Aber ich finde es immer interessant, Point9, was ist der Hintergrund? Warum Point9? Warum wir so heißen? Ja. Da lasse ich die Leute gerne immer einmal ein, zwei Mal raten oder ein paar Versuche abgeben. Also jetzt in die Kommentare, wir vertrauen euch und jetzt die Antwort. Ja, ich dachte, du selber möchtest vielleicht nicht abgeben, aber ich löse dann die Spannung gerne auf. Softwareentwickler, die hier jetzt vielleicht gerade zuschauen oder zuhören, für die ist es vielleicht etwas leichter, weil in der Softwareentwicklung, zumindest vor SaaS, mit SaaS ist es vielleicht debattierbar, aber haben verschiedene Versionen eben fortlaufende Nummern und so die Version vor der 1.0er ist eben dann die 0,9 oder 0.9 oder im Amerikanischen dann eben 0.9 und ist eben eine Anspielung darauf, dass wir früh investieren, wenn das Produkt und auch die ganze Company noch nicht so ganz perfekt aussieht, sondern alles noch etwas rough around the edges ist. Ich kann mich noch daran erinnern, meine ersten großen Softwareentwicklungsprojekte waren alle für CD-ROM. Damals gab es dann den sogenannten Gold Master. Damit sind wir dann zu den großen CD-Produktionswerken gefahren. Und da wurden dann teilweise Millionen, weil wir es zum Beispiel auf einer großen Zeitung geklebt hat, CDs produziert und wenn da ein Fehler drin war, was leider einmal passiert ist, dann war das ein Riesenproblem und deswegen genau damals diese 08, 09 Beta, bis dann wirklich der Goldmaster geschaffen ist. Heute, Software as a Service, könnt ihr nur drüber lachen, dann gibt es einfach ein neues Deployment, alles in Echtzeit und so weiter, eine andere Welt. Aber steigen wir doch da genau ein, deswegen freue ich mich
wirklich sehr, dass du Zeit findest, weil du einfach eine sehr, sehr lange Erfahrung in dieser ganzen Software-as-a-Service-Industrie hast. Ihr habt darauf einen Fokus. Ihr habt einige Unicorns in der Frühphase investiert, also tolle Returns generiert. Aber, zumindest für mich gefühlt, wir stehen an einer komplett neuen Zeit. Wir haben zwei Themen. Das eine ist, wir haben ein Tech-Sell-Off erlebt, wo, glaube ich, all unsere Bewertungen komprimiert wurden. Man kann es am Public-Markt in Echtzeit ablesen. Auf der anderen Seite aber natürlich im Private-Markt. Und wir haben als Poster-Child OpenAI, aber am Ende des Tages sind viele Dinge wie GPU, XPU müsste man sagen, zusammengekommen, also Power, Processing Power und auf der anderen Seite Algorithmen, die es jetzt geschafft haben, dass der Computer einigermaßen intelligent auch komplexere Sachen beurteilen kann. Der Marktführer heute, diese OpenAI als API verfügbar. Also Tech-Sell-Off, OpenAI, deine Welt, eine andere, was hat sich getan in den letzten Monaten? Nimm uns da mal mit. Ja, also es ist in der Tat ein etwas eigenartiger Moment, weil sich zwei unterschiedliche, ganz widersprüchliche Trends so überlagern. Auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, gab es den Tech-Sell-Off oder seit ungefähr knapp 1,5 Jahren befinden wir uns in einem Downturn nach einem sehr, sehr langen Bullenmarkt, der Aktienkurse in die Höhe getrieben hat und auch sehr viel Geld in das System gespielt hat, was dann auch auf allen Ebenen sozusagen zu sehr viel Funding geführt hat, mit teilweise guten, teilweise auch weniger guten Konsequenzen. Also auf der einen Seite eine schwierige Phase für viele Gründer, die in der jetzigen Phase gerade Geld aufnehmen wollen oder müssen. Es ist sehr, sehr viel schwieriger, als es noch vor gut 1,5 Jahren war. In unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Stadien kann man nochmal etwas differenzieren, aber generell ist es auf jeden Fall sehr viel schwieriger, an Wachstumskapital zu kommen. Auf der anderen Seite bin ich schon lange nicht mehr so begeistert gewesen, was eine technische Innovation angeht, aha, wie jetzt okay, durch AI. Selbst wenn es ChatGPT, was jetzt sozusagen das auf die Agenda von jedem gebracht hat, vielleicht nicht so der Overnight Success ist, sondern schon auch ein Overnight Success many years in the making, wie es so meistens der Fall ist. Also die technische Entwicklung geht natürlich Jahrzehnte zurück und insbesondere auch einige Jahre zurück, seit eben Deep Learning und die Transformer-Modelle. Also aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie kulminiert in dem Launch von ChatGPT Ende letzten Jahres und hat zu einer unglaublichen Explosion an Aufmerksamkeit und Adoption geführt. Und da habe ich eben auch unglaubliche Kreativität entfaltet. Also die Produkte, die Demos, die Betas, die wir alle, glaube ich, täglich sehen, auch im Bereich von Bildverarbeitung, Midjourney und DALL-E, so Sachen sind wirklich mind-blowing. Also das sind, glaube, man sieht da die Sachen, die man vor 2-3 Jahren kaum für möglich gehalten hätte. Ich glaube, ich bin seit der Erfindung des Browsers, seit ich meine ersten Gehversuche im Internet angestellt habe, nicht mehr so hin und weg gewesen von dem Potenzial von der neuen Technologie. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja, ChatGPT und wer es noch nicht ausprobiert hat, ich hoffe, der allerletzte, bitte probiert es aus, ist sehr eindrucksvoll. Teilweise kommt auch grober Blödsinn bei raus, aber es ist sehr eindrucksvoll. Oder auch Midjourney, was es da alles gibt, wo man halt wirklich hochwertige Bilder erstellen kann. Manchmal auch kommt da Blödsinn raus. Aber jetzt, du bist ja Venture Capitalist. Also du investierst Geld deiner LPs, dein eigenes Geld, frühphasig in Software-as-a-Service-Startups, oftmals im B2B-Bereich, also im Business-Bereich, nicht unbedingt Consumer. Und jetzt kommt diese, wenn ich so nennen darf, Library. Mehr weiß ich noch nicht, jetzt bin ich sehr gespannt, kommt daher und du sagst, okay, du warst noch nie so begeistert und die Dinge ändern sich und Magie und so weiter. Wenn du investierst, dann musst du ja in die Magie investieren. Also wäre mein View da drauf. Und dass du quasi auch die Wertschöpfung mitnimmst. Gibt es da gerade diese
Opportunitäten oder sehen wir nicht eine Menge Startups, die diese API nutzen, die ja jeder verwenden kann? Also jeder Programmierer kann einfach sich da so ein Key, nennt man das, holen, dann kann er spielen, dann hat man sehr eindrucksvolle Ergebnisse. Zum Beispiel dieses Meeting könnten wir jetzt gleich oder diesen Podcast komplett zusammenfassen lassen, weil ich einfach bestehende Libraries ineinander stecke und das ist ein krasses Ergebnis jetzt von der Technologie her. Aber für mich als Investor oder für dich, glaube ich, weil es halt auch eben so wenig Add-on ist und so stark darauf basiert, nimmt man da wenig unfairen Vorteil oder langfristige Wertentwicklung mit. Also worauf schaust du gerade und bist du wirklich excited, was du siehst? Oder ist nicht eigentlich eine Menge Script-Kiddies auf einmal, die APIs zusammenklicken, das sieht super aus, aber du als Investor, du brauchst ja langfristigen Erfolg. Wie siehst du die aktuelle Situation? Ich glaube, meine Antwort darauf ist eigentlich so ja und ja. Also einerseits mal ja. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die cool aussehen, spannend sind, aber nicht unbedingt dafür taugen, wie ich die Basis von erfolgreichen, verteidigbaren Geschäftsmodellen und Firmen zu werden. Also alles, was relativ einfach ist, also alles, wo ein Programmierer oder eine Programmiererin innerhalb von ein paar Tagen ein cooles Produkt baut, in dem er oder sie eben die neuen APIs nutzt, ist aus logischen Gründen wahrscheinlich nicht besonders wertvoll zunächst einmal, weil es eben auch sehr viele andere können. Auf der anderen Seite ermöglicht es aber eben auch bestehenden SaaS-Unternehmen, die es vielleicht schon seit ein paar Jahren gibt und die auch schon Kunden haben und eine gewisse Marke und Wissen und Daten gesammelt haben, ihre AI-Entwicklung massiv zu beschleunigen und AI zu nutzen für ganz spezielle Prozesse und Workflows, was sie vielleicht machen wollten, gemacht hätten, was aber wesentlich schwieriger gewesen wäre. Aber das sind ja genau die, wenn ich das so nennen darf, Established Player. Zum Beispiel, wir haben so ein Central, es gibt ein Personio, was bekannt ist und so weiter. Und jetzt gehe ich hin und sage, okay, die haben eine hochkomplexe Software zur Verwaltung von Commerce bei Central oder zur Verwaltung von Personal bei Personio. Und jetzt hat dieses Unternehmen die Chance, diese Libraries so einzubetten, als dass auf einmal sie ein deutlich besseres Produkt bieten. Oder nehmen wir Monday.com im Public Market, die Task-Management-Produktivitätsplattform. Auf einmal können die bessere Lösung bieten, weil die Tasks automatisch beschrieben werden, zusammengefasst werden und so weiter. Aber jetzt bist du ja im Seed-Bereich unterwegs, also im frühphasigen Bereich. Und da gibt es ja eigentlich noch keine etablierten Player. Und wie verändert sich jetzt für dich die Auswahl und das Screening von diesen Startups in dieser neuen Welt? Ja. Also wir haben uns natürlich auch lang die Frage gestellt oder intensiv die Frage gestellt, wer profitiert von dieser beschleunigten Technologie? Und unsere oder meine Antwort oder so meine zumindest so vorläufige Schlussfolgerung ist, dass es eben nicht so ist, dass entweder die Großen gewinnen oder die Kleinen oder andersrum, sondern dass man es irgendwie wesentlich genauer betrachten und differenzieren muss. Ich glaube, tendenziell gewinnen die, die sich am schnellsten bewegen, weil das Thema AI kann man sich, glaube ich, so vorstellen, wie wenn du hast einen Topf und da wird jetzt einmal kräftig rumgerührt. Ja. Und wer da am schnellsten, oder vielleicht ist eine bessere Analogie, ist vielleicht irgendwie Evolution auf Erden und es gibt einen Asteroideneinschlag und die Organismen, die sich schneller adaptieren können, haben eine größere Überlebenschance. Und da haben wir jetzt, glaube ich, gesehen bei einigen größeren etablierten Unternehmen, dass die sich erstaunlich schnell bewegt haben. Sind in der Regel die, wo die Gründer noch an Bord sind oder die vielleicht die Gründer sogar nochmal dazu geholt haben. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist eben sehr schwierig, ein Unternehmen schnell umzufokussieren. Aber es ist ein anderes Thema. Das hat mich überrascht. Und das haben wir bisher so nicht gesehen, weil ich habe ja auch mein Vermögen zum Beispiel dadurch aufbauen dürfen, dass große Unternehmen langsam sind. Also wir haben damals das digitale Foto weltweit, natürlich eine Nische, aber haben wir weltweit mit der Software bedient, weil eben Fuji und Kodak und Aqua, wie die alle heißen, sich gar nicht sehr super langsam bewegt haben. Und jetzt kommt diese neue Welle, wo du sagst, genau das, es wird irgendwie, die Karten werden neu gemischt. Und es ist eben nicht so, jetzt auch wie bei zum Beispiel bei einem elektrischen Auto, sondern auf einmal ist Volkswagen und BMW die Vorreiter. Wenn ich mir angucke, was Adobe alles raushaut,
was Google schon gemacht hat, aber angeblich auch noch in den nächsten 3-4 Monaten, man hört ja Gerüchte, da noch rauskommt, wie schnell sich Microsoft agil aufgestellt hat. Das habe ich bisher so noch nicht gesehen und einer unserer Vorteile war bis jetzt, dass wir halt zuerst die Mobile-App hatten oder wir zuerst gewisse Funktionen eingebaut haben, weil wir eben als Startup angstfrei waren, wir hatten keine Politik, es gab keine, aber es ist schon erstaunlich, dass sich die Großen so schnell bewegen und wo ist denn, ja, wo ist dann da noch die Chance für die Startups? Sie sind doch eigentlich dann kleiner. Ich stimme dir zu, dass die sich erstaunlich schnell bewegen und dass es in manchen Bereichen dann auch wirklich schwierig ist und mit jeder Apple-Konferenz werden wahrscheinlich ein paar Startups gekillt und aber mit jeder Adobe-Konferenz nicht wegen AI vielleicht auch. Ja. Ja. Aber ich glaube, es ist eben kein Nullsummenspiel und auch kein begrenzter Kuchen. Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten und durch die AI auch noch mehr Möglichkeiten, Software zu entwickeln, die für Leute Probleme löst und Wert generiert, wo ich dir im Moment auch nicht sagen kann, was das ist. Und das ist neue Sachen und deshalb sind es auch per Definition, kenne ich sie noch nicht, sonst wären sie nicht neu. Also ich baue da sehr stark und bin da auch sehr zuversichtlich auf die Kreativität von ganz, ganz vielen Gründerinnen und Gründern, die sei es in Nischen oder für bestimmte Geschäftsprozesse in allen möglichen Bereichen, in Verticals, Möglichkeiten finden, diese Technologie einzusetzen auf andere Arten. Und ich glaube, dass sozusagen die sogenannten Table Stakes sich erhöht haben. Die sind anders. Du hast als Beispiel genannt, wir könnten jetzt ganz problemlos dieses Meeting hier automatisch transkribieren und zusammenfassen lassen. Wenn du ein Startup hattest und das war deine Innovation im Laufe der letzten Jahre, dann würde ich vermuten, bist du möglicherweise in Schwierigkeiten, weil diese Technologie ist jetzt eine Commodity. Es gibt einige Anbieter davon und die Preise gehen da natürlich dann werden natürlich sehr stark sehr fallen. Wird natürlich auch in Zoom und was wir jetzt verwenden, Teams oder was immer, einfach als Standardfunktionalität anpacken. Habt ihr schon wenn man es so bezeichnen will, KI-Investment gemacht? Also habt ihr jetzt schon, wenn ich jetzt auf euer Portfolio schaue, sage, das sind die zwei KI-Investments, die wir gemacht haben? Also wir haben im Laufe der letzten Jahre einige Investments gemacht in AI oder KI-Companies noch vor dem aktuellen ChatGPT oder Generative AI-Boom. Das ist zum Beispiel sowas wie Intensei, die haben eine Computer Vision-Lösung entwickelt, mit der sie in Firmen, also in Factory Floors, in Fabriken und Warenhäusern praktisch sich einklinken in die Kameras, die es da schon gibt und dann potenzielle Betriebsunfälle bemerken, bevor sie stattfinden. Das ist geht um Mitarbeitersicherheit und das ist ein extrem gutes Team, was daran schon seit Jahren entwickelt. Und sowohl dieses Unternehmen als auch andere, die schon seit lange mit AI entwickeln, nutzen eben permanent auch die neuesten Tools und Möglichkeiten. Ja. Also wirklich dieser Weg von R&D zur Applikation ist bei den Startups eben wahnsinnig kurz und wahrscheinlich auch noch kürzer als bei den selbst bei den sich schnell bewegenden größeren Unternehmen. Wir haben noch in kein Unternehmen investiert, was jetzt sagen innerhalb des letzten Jahres gestartet ist und was mit Generative AI macht. Da sind wir, glaube ich, wirklich noch dabei, ich möchte nicht sagen, die Spreu vom Weizen zu trennen, aber eben rauszufinden, was sind wirklich da die interessantesten Sachen. Wir haben aber fast jedes unserer bestehenden Unternehmen ist dabei, was zu entwickeln oder auszuprobieren. Ja, lass uns da nochmal gleich reingehen, was in deinem Portfolio passiert. Aber bevor das, wir sind in einer ähnlichen Situation hier bei Freigeist. Das heißt, wir schauen uns sehr viel an in dem Bereich und haben auch da so eine Deal-Sourcing-Initiative. Haben bis jetzt aber auch noch nichts gefunden, wo wir sagen, da ist der Kern, das Unternehmen ein anderer und OpenAI oder was immer man als Library dazu nimmt,
ist eben nur ein Teil, ne? Und 80% ist das eigentliche Startup und 20% ist OpenAI, sondern es ist immer, oder was wir bis jetzt gesehen haben, oftmals 80% OpenAI und 20% eigenes Startup. Nimm uns doch mal gerade in deinen Dealflow aktuell mit. Was siehst du so, also natürlich um keine Firmennamen zu nennen, aber was siehst du so an Ideen? Glaubst du, boah, Frank, in 2-3 Wochen werden wir den ersten Deal machen? Oder sagst du, ja, wir gucken ganz viel, aber das fühlt sich noch nicht gut an. Wie ist dein Dealflow sozusagen? Ja, also wir schauen uns gerade zum Beispiel ein Unternehmen an. Den Namen kann ich ja tatsächlich gerade nicht sagen, aber ich kann ja sagen, worum es geht. Es ist ein AI Research Assistant, der also Wissenschaftlern, Forschern dabei hilft, Literaturrecherchen durchzuführen. Mhm. Mithilfe von verschiedenen LLMs und einer Vector Search Engine bekommst du da also Antworten auf Forschungsfragen da ist OpenAI, GPT-3 oder GPT-4 ist davon eine Komponente, aber eben nur eine von vielen. Also da wird einiges an Technologie gebaut und wir versuchen noch wir sind da noch dabei, das näher zu verstehen, aber unser Eindruck ist, dass das was ist, was nicht so leicht zu kopieren ist, was jetzt nicht einfach nur ein Wrapper um ChatGPT ist oder einfach nur eine Suchmaschine mit ein paar API-Calls. Okay. Gehen wir, bevor wir in euer Team reingehen oder in euer Portfolio reingehen, nochmal kurz auf diese Large Language Models ein. OpenAI, der Marktführer, es gibt Bard, es gibt auch glücklicherweise europäische Alternativen. Am Ende des Tages geht es darum, viele Daten, öffentliche Daten oder auch proprietäre Daten, aber ich glaube meistens öffentliche Daten, zu komprimieren und zu einem virtuellen Gehirn zusammenzufügen. Dazu braucht man sehr, sehr viel Rechenkapazität, gleich sehr viel Kapital, um es ganz vereinfacht darzustellen. Seht ihr euch das an und kannst du dir vorstellen, perspektivisch auch in so eine LLM zu investieren? Oder sagt ihr, pass auf, nein, das ist ein solches großes Kapitalspiel, das können wir in Europa fast gar nicht. Wir haben ja auch gerade 1,5 Milliarden wieder in das nächste große in den USA gesehen mit Nvidia und anderen Playern, die davon erstmal eine Menge Hardware kaufen bei Nvidia. Guckt ihr euch das an und sagt ihr, da gibt es vielleicht doch noch eine Opportunity oder sagt ihr, pass auf, das ist Commodity und Big Players Game, da halten wir uns komplett raus? Ja, es ist tatsächlich so, dass wir als Seed-Investor mit einem vergleichsweise kleinen Fonds nicht der beste Partner sind für Unternehmen, die relativ schnell, relativ früh zig Millionen, hunderte Millionen, womöglich Milliarden brauchen. Wir hatten aber hier etwas Glück, dass wir in eine Company investieren konnten, spezielle Situationen mit dem, wo den Gründer sehr gut kannten und auch schon in die vorherige Company von ihm investiert hatten, die also tatsächlich in dem LLM-Bereich mitspielen wird, allerdings auch nicht als Frontalangriff auf OpenAI und Google, sondern mit einem speziellen Fokus auf Coding. Also das Ziel ist praktisch eine mittelfristig deutlich bessere Version von dem GitHub Copilot zu erstellen, die LLMs nutzt. Es funktioniert im Moment ja schon relativ gut. Also die meisten Entwickler, die Copilot testen oder ChatGPT für Programmiercode, finden das schon relativ gut. Aber es kann natürlich noch sehr, sehr viel besser werden. Und da sind wir sehr happy, dass wir da bei einem Unternehmen dabei sind. Aber es ist in der Tat sehr kapitalintensiv und daher für uns eher untypisch. Und am Ende des Tages brauchst du ja dann Code. Das ist das, wo so eine Large Language oder Large Coding Model, vielleicht würden wir es dann so nennen, mitgefüttert wird. Greift ihr dann da auf GitHub zu und dürft ihr das oder habt ihr proprietäre Daten in diesem Startup? Es gibt eine umfangreiche Datenakquisitionsstrategie. Strategie, okay. Und OpenAI ich glaube, es ist öffentlich, welche Daten bei GPT-3 verwendet wurden, weil bei GPT-4 ist es noch nicht öffentlich. Und es gibt eben gigantische öffentliche Public-Domain-Datensätze, praktisch das gesamte öffentliche Internet, teilweise zum großen Teil meines Wissens auch der Source-Code auf GitHub. Ich glaube, es gibt daneben aber auch noch ein bisher noch nicht gelöstes, rechtlich oder politisch noch ungelöstes Problem, wer
was mit diesen Daten machen darf. Und ich glaube, es gibt jetzt auch schon die ersten Rechtsstreite, wo Medienhäuser sagen, ich habe die Daten ins Internet gestellt und Menschen dürfen die anschauen, aber ich habe sie nicht dahingestellt dafür, dass ein LLM daraufhin damit trainiert werden darf. Und darauf gibt es, glaube ich, keine, ich glaube, es gibt dadurch, es fällt mir schwer darauf, zu sagen, was ist da richtig, weil das Recht wurde dafür nicht gemacht und das ist dann letztendlich müssen das, glaube ich, Gerichte entscheiden. Super spannendes Feld, wichtiges Feld. Auch man muss sich überlegen, wenn hier Startups und Coder zuhören, was darf man eigentlich von Copilot X zum Beispiel oder von anderen überhaupt verwenden? Also ist es dein Code, wenn er das geschrieben hat, weil du mit dem gechattet hast oder den gefragt hast oder eben nicht? Ganz wichtig, holt euch da aktuell Rechtsbeistand zu, weil sonst habt ihr nachher ein IP-Thema im Haus. Super spannend, Adobe. Nimmt die eigenen Daten und garantiert, dass von den erzeugten Daten eben man nicht verklagt wird und stellen eine gewisse Garantie als sehr starkes Unternehmen dahinter. Also ein ganz, ganz spannender Move, wo hier wirklich große Daten genutzt werden von den anderen, um dann zu sagen, hey, wir sind besser, weil uns gehören die Daten. Hätte ich so nicht eingeschätzt. Also echt interessant, dass hier Adobe nochmal so progressiv hier aufstellt und so klug aufstellt. Kommen wir zu eurem Portfolio. Das ist ja auch das Interessante. Ihr habt ja ein unfassbar erfolgreiches und großes Portfolio in dem Bereich. Und die müssen ja jetzt aufwachen oder sind schon aufgewacht und sagen, sie schreiben vielleicht den neuen Code jetzt mit Copilot X oder anderen Dingen. Sie machen irgendwie SEO auf einmal automatisch. Wie geht ihr da vor? Habt ihr da eine Initiative von Point 9 und sagt, hier ist die AI-Roadmap für Coding, Sales, HR? Oder macht das jeder alleine? Siehst du jetzt schon, dass da magische Dinge passieren? Wie, ja, nimm uns mal mit in dein Portfolio. Ja, also wir haben uns da im Laufe der letzten Monate super intensiv mit so gut wie allen Gründern, Gründerinnen so ausgetauscht. Sowohl einfach mal in unserem Tagesgeschäft, in Board-Meetings, aber auch bei unseren regelmäßigen Gründertreffen. Wir haben einmal im Jahr einen großen Summit, wo alle Gründer, Gründerinnen zusammenkommen und diverse andere Events unterjährig und auch verbinden die Gründerinnen und Gründer auf Slack und so weiter. Es ist nicht so, dass wir dann die ultimative AI-Roadmap oder sowas erstellen. Das ist, glaube ich, nicht realistisch. Wir versuchen die besten Ideen von dem Portfolio zu erfahren und dann wiederum auch mit allen zu teilen und auch so, ich glaube, es ist auch noch zu früh, um da jetzt Best Practices zu haben. In anderen Bereichen wie SaaS Compensation, wie bezahle ich ein Sales-Team, wie heuere ich einen VP of Sales, da haben wir tatsächlich teilweise solche Materialien schon, weil das eben Felder sind, wo wir und andere bei 15 Jahren Erfahrungen sammeln konnten. Alles rund um, wie nutze ich ChatGPT, um meine Organisation effizienter zu machen, ist alles noch relativ neu. Und da sind wir und, glaube ich, alle anderen auch noch am Experimentieren. Und es verändert sich eben auch wahnsinnig schnell, weil jeden Tag neue Tools rauskommen. Und ich glaube, wir stehen da auch noch ganz am Anfang. Ich glaube, es gibt noch wenige Unternehmen, die jetzt mal kurz 40-50% ihren Headcount reduziert haben, weil das jetzt alles die AI macht. Ich glaube, so schnell geht's auch nicht. Ich glaube, das eine oder andere Unternehmen hat es, glaube ich, schon geschafft, effizienter zu werden und mit dem bestehenden Team mehr zu leisten und dadurch auch langsamer neue Mitarbeiter einzustellen. Ich glaube, es wird noch etwas dauern, aber ich glaube schon, dass das Potenzial gigantisch ist in Bereichen wie Kundensupport, rechtliche Aufgaben, Sales. Also ich glaube, es gibt schon viele Tätigkeiten, wo es nicht mehr so weit weg ist, dass die AI das, sagen wir mal, sehr gut machen kann. Hast du mal ein oder zwei konkrete Beispiele? Meinst du direkt von, so wie wir bei Point9 es nutzen? Oder
Also wo man sagt, genau, zum Beispiel, die haben jetzt das für SEO eingesetzt oder für Sales oder so, wo du sagst, das ist echt so ein Tool oder eine Herangehensweise, das machen jetzt alle unsere Portfoliounternehmen, weil das macht einfach total Sinn. Ja. Das funktioniert schon gut. Ja, also nur mal ein vielleicht zufälliges Beispiel, ist vielleicht nicht so relevant für so viele Leute, aber ist vielleicht ein analog gibt es, glaube ich, viele ähnliche Fälle. Ich bin gerade dabei, eine Dokumente zusammenzustellen für eine Visumsapplikation, weil ich eine Zeit lang in die USA gehen will. Ja. Und da muss ich einiges an rechtlichen Dokumenten produzieren. Mhm. Und da macht ChatGPT einen sehr, sehr, sehr guten Job. Also das sind mich Empfehlungsschreiben, Draften. Der ChatGPT kennt diese Art von Visum, weiß, in welchem Stil diese Schreiben und andere Dokumente typischerweise verfasst sind, bekommt Informationen, entweder indem ich sie in den Prompt reinstecke oder indem ich die Browse-Funktion nutze und produziert dabei mal kurz ein Schreiben, wo wahrscheinlich vor ein paar Jahren ein US-amerikanischer Anwalt $500 die Stunde für genommen hätte, vielleicht um dann auch ein Template aus dem Schrank zu ziehen, aber das ist schon ein Bereich, wo ich persönlich schon davon profitiere. Und jetzt hoffe ich, dass die Verwaltung in US nicht schon so weit ist, als dass sie das erkennt durch künstliche Intelligenz und du dann irgendwie ein Warnsignal bekommst, weil er sagt, oh, das ist alles automatisch hier generiert, das kann nicht richtig sein. Also das ist immer dieses Katze-Maus-Spiel. Sehr spannend, aber ein Beispiel aus der Praxis, ja, bei Verträgen ist auch mein Eindruck, funktioniert es herausragend, weil es sehr, sehr viele Verträge gibt, dass Sprache ist, dass exakte Sprache ist, diese Sprache folgt Regeln, das mag genau diese LLMs, was passt da, spielt da genau rein und sehr gut. Ja, also wirklich eine spannende Zeit. Kommen wir noch zum anderen Thema, nämlich der Apple Vision Pro als Leuchtturm in dem Bereich. Die große Revolution, mit der du den erfolgreichen Investor aufgebaut hast, war die Cloud. Ja, auf einmal gab es keine einzelnen CD-ROMs mehr, sondern es war Cloud. Meistens heutzutage AWS, dann gab es den Browser, den du gerade schon erwähnt hast und dadurch konnten wir auf einmal Interfaces machen, klar, dann gab es dann Responsive und was da alles gab, aber am Ende des Tages ist das, womit du bis jetzt sozusagen sehr gutes Geld verdient hast. Und jetzt kommt auf der einen Seite diese AI-Revolution, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass sich die Interfaces ändern werden und mich hat sehr begeistert, dass ich quasi mit dem Augentracking erkennen kann, auf welchen Button ich gucke, der quasi schon vorselektiert wird und ich dann den nehmen kann. Also wirklich so, werden immer mehr eins damit. Ja? Wie siehst du die Interfaces und die Startups und Produkte von Point9, in die er jetzt investiert, in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Es wird eben wahrscheinlich nicht mehr der Browser sein, oder? Also ich komme gleich auf das VR oder AR-Thema, aber auch da noch mal ganz kurz zu AI und LLMs. Ich glaube, dass wir in Zukunft mit Software uns wesentlich stärker wie in einer Konversation unterhalten werden oder aber die über menschliche Sprache steuern werden. Das ist ja auch was zahlreiche SaaS-Unternehmen jetzt gerade einbauen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas mit BI habe, irgendwas mit Daten, Analyse, dass ich eben nicht mehr eine aufwendige Suchanfrage schreiben muss oder eine Query konfigurieren muss, sondern ich sage eben einfach, wie viel waren die Sales gestern und ja, jetzt bitte nochmal segmentieren nach ABC. Also das ist schon mal ein Bereich, wo sich UIs, wo ich ziemlich überzeugt davon bin, dass das auf jeden Fall kommen wird. Ob das dann über Texteingabe ist oder Spracheingabe, sei nochmal dahingestellt, wahrscheinlich beides und der User kann entscheiden, was ihm lieber ist. Ganz kurz eingesprungen, da haben wir uns gerade ein Startup angeschaut oder schauen uns da gerade ein Startup an, was sagt, du hast diese Shop-Interfaces, Shopify, der große Gewinner daraus, aber
eigentlich im Grunde genau das. Das heißt, du chattest mit deinem Store. Das heißt, du sagst, hey, ich möchte gerne irgendwie ein Fahrraddings machen oder ich möchte gerne Rosen pflanzen. Und dann kommt aus den ganzen Betriebsanleitungen und dem ganzen Wissen und so weiter, sagt, hey, wenn du Rosen pflanzen willst, dann brauchst du eigentlich Erde und Dünger und Wasser und keine Ahnung was. Also so eine komplett andere Shopping-Experience aufzubauen und damit halt eben ein anderes Interface zu bauen. Dann ist wieder die spannende Frage, kommt das so? Und zweitens, ist dann Shopify der Gewinner, weil er das dann wandeln kann? Oder kann der neue Player, weil er halt native quasi in diese neue Denke reinläuft, da der deutlich bessere sein? Also ja, genau, die Interfaces, glaube ich, werden neu werden. Aber genau, jetzt wieder zu VR und AR noch als nächsten Schritt. Ja, und also das Gleiche kannst du, das, was du gerade gesagt hast, kannst du sicher auch auf Suche übertragen. Ja, also da ist auch die Frage, also in 5 oder 10 Jahren werden wir noch was eingeben bei Google und dann 10 blaue Links bekommen, oder wird es in fast allen Fällen eine von einem LLM generierte Antwort sein, vielleicht noch mit ein paar Links oder Quellenangaben. Was das neue Headset von Apple angeht, Ich bin langfristig überzeugt von AR und VR und VR oder einer Kombination davon. Ich weiß nicht, ob dieses Gerät jetzt, was ja wahrscheinlich irgendwie in einem Jahr rauskommt, schon wirklich so das iPhone sein wird oder ob das nochmal 1, 2 Generationen oder Versionen dauert, bis es wirklich gut genug ist und auch erschwinglich ist. Aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis sich da neue User-Interfaces basierend auf solchen oder ähnlichen Headsets und Geräten auch zumindest in manchen Teilen durchsetzen werden. Wie das genau aussehen wird, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, dass die Leute einen großen Teil ihrer Zeit komplett abgeschirmt unter einer VR-Brille verbringen wollen. Insofern fand ich das Apple-Headset interessant, auch vielleicht interessanter als was wir von Oculus bisher gesehen haben, wo also die Immersion stärker ist. Wahrscheinlich gibt es für verschiedene Use Cases dann auch unterschiedliche Produkte, die dafür am besten sind. Das User Interface, ich würde nicht sagen, dass es dann irgendwie kein User Interface mehr gibt, in dem von dir besprochenen Fall, wo vielleicht dann das Auge die Funktion von einem Mauszeiger übernimmt und das Klicken ist vielleicht ein Augenzwinkern oder was anderes. Ich würde sagen, es ist immer noch ein User-Interface, da muss sich immer noch jemand Gedanken drüber machen, welche Informationen will ich von dem User bekommen und was mache ich damit. Es sieht nur ganz anders aus und es wird anders gesteuert. Ja. Also wirklich, ja, eine Menge Disruption, nachdem man eigentlich einige Jahre in der Software-Service-Industrie natürlich auch wieder neue Sachen gehabt hat, aber nicht so starke Veränderungen. Es gab Mobile und so weiter, aber jetzt stürmen ganz, ganz viele darauf ein. Die Frage ist, zum Beispiel für dich auch, glaubst du daran, dass ein Seed-Investment deutlich weiter reichen muss, weil man eigentlich sagt, hey, früher musste man dann lange mit Photoshop noch Screens bauen, da brauchte ich 2 Designer, dann musste ich slicen und keine Ahnung was. Das wird jetzt auch durch Chat weitestgehend, wird eine UI automatisch erstellt, geht in Figma rein. Jeder Programmierer müsste eigentlich so schnell sein wie 10 Programmierer, weil der Copilot X das Ganze machen. Das Marketing Department, das fahren wir auch runter. Da ist einer, der die ganzen Tools kennt, der startet damit erstmal. Also erwartet ihr von euren neuen Investments, von den Gründern, dass sie mit dem Seed-Geld deutlich mehr und weiter kommen, weil sie jetzt diese ganze Automatisierung haben? Und brauchen wir dann überhaupt im Software-Service-Bereich noch die Tigers, die dann irgendwann 100 Millionen reinschieben? Oder stehen wir da auch vor deutlich weniger Kapital? Ich glaube, wir sehen eigentlich schon seit 15 Jahren eine Entwicklung dahingehend, dass es einfacher ist, ein Unternehmen zu starten, aber nicht einfacher oder vielleicht sogar schwieriger, damit erfolgreich zu sein. Was ich damit meine, ist, dass es vor 15 Jahren eben sehr viel aufwendiger war, sehr viel teurer, eine Internetseite. Sagen wir, vor 20, 30 Jahren. Es ist kontinuierlich. Also vor einigen Jahren, Jahrzehnten musstest du deine eigenen Server kaufen oder anmieten. Dann gab es irgendwann AWS und von dieser Sorte von Beispiel gibt es durch Dutzende. Also so die Werkzeuge, die du einsetzen kannst und die Infrastruktur, die du nutzen kannst, hat sich kontinuierlich über die letzten Jahre oder Jahrzehnte dramatisch ausgebaut und verbessert. Und
Die AI-Features, die du jetzt ganz leicht bauen kannst, sind da vielleicht der jüngste Baustein, der da dazukommt. Da eben alle anderen auch Zugriff darauf haben, bedeutet es eben, dass die Differenzierung woanders herkommen muss. Vor 25 Jahren war es vielleicht innovativ genug, einen benutzerfreundlichen Online-Shop ins Internet zu stellen, weil das schwierig war. Was eben heute jetzt leicht ist, ist eben dann auch nicht mehr besonders. Also das Besondere muss eben dann von was anderem kommen. Und sei es von irgendeiner Idee, ein Problem zu lösen in einer bestimmten Branche, wo vielleicht die meisten Leute gar nicht wissen, dass es diese Branche überhaupt gibt, geschweige denn, was für Probleme da zu lösen sind. Oder aber eine Technologie auf ein Problem anzuwenden, auf irgendeine Art und Weise, die eben die meisten nicht kennen. Also wir, bei jedem Investment fragen wir uns, was sind diese sogenannten Unique Insights, die mehr oder weniger einmaligen oder zumindest für eine gewisse Zeit lang einmaligen Erkenntnisse, die ein Gründerteam hat und die dem Team zumindest einen Vorsprung geben, weil langfristig ist alles kopierbar, aber diese Unique Insights helfen eben den Gründerteams einen Vorsprung zu gewinnen, der dann idealerweise ausreicht, um Wettbewerbshürden aufzubauen für alle, die dann irgendwann nachkommen. Verrückte Zeiten bei Point9, genauso bei Freigeist. Ich glaube, keiner von uns beiden hätte gedacht, dass es nochmal so bewegt an so, so vielen Stellen ist. Aber umso mehr müssen wir auch als Venture Capitalist uns neu erfinden, uns diese ganzen Fragen, die du gerade auch gestellt hast, für die Startups vielleicht nochmal neu und anders stellen. Und ich glaube, die Teams, sowohl auf der Startup-Seite wie auch bei der Investorenseite, die jetzt die Passion haben, agil sind, sich selber hinterfragen und sich auch teilweise neu erfinden, das sind dann wahrscheinlich die Gewinner der Zukunft. Vielen, vielen Dank, dass wir bei dir als sozusagen Hidden Champion in der Industrie da deinen Input bekommen konnten. Zum Abschluss noch eine Frage. Du siehst und liest und kennst sehr, sehr viele im Netzwerk. Was sind so vielleicht ein, zwei Dinge, die du empfiehlst, die man lesen sollte als Buch, Podcast, vielleicht auch ein toller Hollywood-Film, der irgendwas ganz Tolles rüberbringt oder was auch immer? Was empfiehlst du uns? Ja, vielen Dank erstmal, Frank. Es gibt gar nicht so viele gute Business-Bücher, die mir einfallen. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist ein Klassiker, haben wahrscheinlich viele gelesen, du bestimmt auch, ist Crossing the Chasm. Ja. Was, glaube ich, insbesondere für SaaS-Gründer interessant ist und wertvoll. Oder das Innovator's Dilemma, auch ein altes Buch, ein Klassiker, glaube ich, trotzdem interessant. Was so die aktuellen Themen angeht, oder vielleicht News-Quellen oder Podcasts oder andere Dinge, mit denen ich auch versuche, bei dem Thema AI auf dem Laufenden zu bleiben. Ich finde den Podcast von Lex Friedman, den du bestimmt auch kennst, sehr, 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 sehr gut und super interessante Gesprächspartner und geht auch in die Tiefe da. Ganz kurz, den findet man sowohl auf YouTube als auch als Podcast, einfach Lex Friedman. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, kann ich zu 100% unterstreichen. Oftmals relativ lang, also man braucht eine gewisse Tiefe, auch Geduld, was ja super ist. Auf der anderen Seite ist es kein kurzweiliger Podcast, aber immer wieder erstaunlich starke Gäste und er macht eine sehr, sehr starke Moderation. Lex hat gerade gestern Abend mit Elon Musk trainiert für hoffentlich den nicht großen Kampf. Also er ist auch sehr, sehr gut vernetzt und trainiert auch mit Mark Zuckerberg, also auch einer, der ein unfassbar starkes Netzwerk hat. Also echt ein super spannender Podcast, ja. Ja, und ja, ansonsten ich erinnere mich, dass ich vor, weiß ich, 20, 30 Jahren wahrscheinlich irgendwie ein, zwei Bücher von Ray Kurzweil gelesen habe, die sehr inspirierend sind. Er ist natürlich sehr auf der Seite des Tech-Maximalisten, aber ich glaube, teilweise vielleicht hört sich vielleicht wie Science Fiction an, aber teilweise hat er auch eben Recht behalten und ich glaube, es ist interessant, zumindest diese Vision sich mal anzuschauen oder sich damit näher
zu befassen. Der Vater der Singularität, he defined the singularity, hat einen Newsletter, den man kostenfrei abonnieren kann, den ich auch lese. Also Ray Kurzweil, absolut auch hier eine gute Empfehlung von dir. Vielen, vielen Dank. Und damit, ja, vielen Dank und für deine Zeit. Und genau, Point 9, wir verlinken es auch nochmal. Man kann auch dir folgen. Du hast ja den berühmten SAS Napkin erfunden. Also das findet ihr alles auf Christophs Social-Media-Kanälen, die wir nochmal verlinken. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank und auf bald. Ciao, ciao.